Santa Monica Studio. God of War, Ragnarök. Hallo liebe PlayStation Gamers. Ich begrüße euch auf meinem Let's Play TechBird YouTube-Kanal zu einem neuen PS5 Gameplay-Video vom God of War Ragnarök, wo ich jetzt weiterfahre. Mit dem Ziel Suche nach Tier. Fortfahren. Geht es irgendwie weiter? Bei 4K HDR. Übrigens das Gameplay in voller Grafik gebracht. So, da sind wir jetzt hier vor dem Gebäude. Mal rein. Schöne Musik macht er. Ocarina, sagt man, glaube ich, dem Instrument hier. Das vorige Mal bin ich bei dem gesehen schon. Reinkommen. Wir sind, glaube ich, gar nicht mehr rein. Schauen wir, wie es hier weitergeht. Mal, es geht hier weiter. Doch, auf der anderen Seite geht es näher raus. Tut mir leid, eines noch. Wobei, ich beschenke euch, also sollte es mir nicht leid tun und ihr solltet dankbar sein. Egal, hier, Vorsicht damit. Wunderschön. Danke, Sindri. Es ist wunderschön, nicht wahr? Und auch sehr nützlich. Damit kannst du alles finden, was dein Herz begehrt. Wirklich? Cool. Solange dein Herz die Orte begehrt, zu denen du und dein Vater gemeinsam reisen wollt, dann ja. Es ist ein Kompass. Ja, ein wunderschöner Kompass. Jetzt los mit euch. So, Kompass und Karte. Jetzt haben wir einen Kompass bekommen. Zwergenkompass und Karte können Kratos zu Zielen führen. Drücken Sie die linke Seite der Touchpad-Taste, um zur Karte zu springen. Schließen. Kartennavigation mit dem linken Stick. Bewegen Sie sich auf der Karte umher. Also. Dock hier. Laden. Kompass hinzufügen. Zum Kompass haben wir jetzt das hier. Aktive Markierungen kann man setzen mit dem Dreieck hier. Zum Beispiel hier zum Tagebuch, der Pfad. Verfolgen hier. Kann man Ziel markieren. Warte mal, gehen wir schnell zurück wieder. Drücken Sie alle drei um die Karte. Um die Karte auf die aktuelle Position zu zentrieren. L3. Der Pfad. Das heisst, wir sind jetzt hier. Schau, wir müssen niesen. Die Seitenleiste zeigt den Fortschritt der laufenden Aufgabe an. Links, eine hier. Drücken Sie Spiri gegen oben oder rauf, um zwischen der Welt und der Regionsansicht zu wechseln. Also jetzt oben. Ah, da kann ich alles einblenden, so. Das, was ich entdeckt habe und unentdeckt ist noch. Recht viel noch. In diesem Nidal. Weil ihr hier 1% hier abgeschlossen am Anfang. Folgen Sie dem goldenen Symbol. Also, ich muss jetzt das Goldige markieren. Es aussieht auch das hier. Oder? Schnell wegzoomen. Müssen ja schon das sein, ja. Das ist ja nichts rum hier, oder? Da sind wir hergekommen, von hier übrigens, hat es angefangen. Diesen Feuchtgebiet hier. Also zum Tagebuch.
Die Suche nach Tier. Mit dem Boot zu Darlins Büro fahren, sind wir gemacht. Oh nein, es wäre jetzt dran, das kommt der schon. Abgeschlossen ist das Unger nachher hier. Die unteren Punkte hier. Niovalir erkunden und nach Niovalir reisen, sind wir gemacht anfangen. Zur Karte. Jetzt, wie du möchtest das setzen? Soll ich aber Kompass setzen? Ja, mit der Rüge muss man drücken. Kommt. Bestimmt gibt es hier ein Boot. Aber es zeigt selber nachher. Ist nicht das Problem. Bei Sindri klang es, als wäre Aber schon wie ein Kompass sieht er, unter 80 Meter entfernt nur. Wer ist hier das Schlüsselwort, kleiner Bruder? Mal vorne hier. Jetzt hier noch. Noch Kisten, vielleicht etwas, das man aufnehmen hier. Ups. Ist da hier noch gesehen? Jetzt kommt der Bootsfahrt. Sehr schön gemacht im Game. Ein mystisches Tor wurde zur Karte hinzugefügt. Was ist mit der Truhe hier? So wollen. Vielleicht noch etwas vornehmen hier. Das Bier hier, die Axt. Mal schauen. Kreis, was ist da hier? Ah, das ist ein Tor, das jetzt mitgeht. Das ist noch gesperrt, die Welt. Okay, das ist das nächste da. Mitgeht. Jetzt müssen wir rein ins Boot, eigentlich, ja. Was ist da hier? Das wir anzeigen noch. Ein gut schauen hier. Gehen wir schon auf die Karte noch. Mal reinzoomen. Hier sind wir jetzt. Mit dem roten hier. Zum Kompass hinzufügen, okay. Nehmen wir jetzt da hier. Das wäre jetzt offen hier, oder? Die kann jetzt gleich etwas machen noch. Nein, das ist ja gesperrt hier. Kommen wir zum Boot hier. Mal, das ist auch hier das Ziel. Gut, sonst schon gut so. Gleich bei den Felsen, hinter mir ist ein Gebäude. Vielleicht sollten wir dorthin. Als Gebäude hinger. Okay. Sehr schön gemacht, das Wasser Na, noch. Die verdammten Bergbaumaschinen. Was ist damit? Der Skalde hat recht, mich zu beschuldigen. Sie waren meine Idee. Wenn Zeit ist, sie sind in der Bucht gleich hinter dem Tunnel. Sie über der Ohr. Wie die Felsen fahren hier. Junge Türe. Mit zügiger unterwegs schon. Ich würde es begrüßen, wenn wir uns die Bergbaumaschinen im See auf der rechten Seite ansehen. Man sieht von hier aus die Rauchsäule. Geheimregion Bucht der Großzügigkeit entdeckt. Zu Dürlin kommt man offenbar durch das offene Tor links. Karte aktualisiert. Muss auch einblenden, Karte.
Amal da hier bucht. Verfolgen können wir jetzt. Das sind ja Nebenquests, die anderen. Gehen wir zurück. Und wo lang gehen wir? Wir gehen also zu Dürlin? Logisch. Die Bergbaumaschinen können auch warten. Hat man eine Bergbaumaschine, das kann man auch noch machen, sonst... Ich mache zum Dürling. Der Hauptquest hier. Das ist das Sicherheitsbüro? Tja, das Schild da oben, das einen den Kopf einschlagen kann, deutet zumindest darauf hin. Jetzt gehen wir rein. Das ist das Büro. Dürling, sieh's. Sehr viel zu entdecken, dem Game. Habt ihr einen Termin? Nein? Hatte hier jemals jemand einen Termin? Willst du hier was holen, Kumpel? Glaubst du, weil du einen abgetrennten Kopf am Gürtel trägst, nehme ich vor lauter Angst Estrids Erweiterungsvorschlag an? Wir suchen einen Gefangenen Odins. Er wird in einer Mine festgehalten. Freunde meinten, du kannst helfen. Woher hast du... Ihren Kopf hast du auch damit abgetrennt, ja? Sie war meine Frau. Ui. Tinet und ich haben uns gefragt, wo sie war, nachdem unser Kuh hier fehlschlug. Fehlschlug? Ja, komm, komm. Fehlschlug. Faye ist tot. Die Besten sind tot. Und die Überlebenden zahlen den Preis. Ich fürchte, ich kann euch in eurem Gefangenenproblem nicht helfen. Aber er weiß vielleicht, wie man Odin aufhält und Svartalfheim von den Asen befreit. Ich habe nicht vor, mich nochmal mit dem Allvater anzulegen. Wartet, bevor ihr geht. Was ist das? Eine Strafe. Hygieneverstoß wegen unsachgemäßen Transportes eines Kopfs. 2 Tadel für das Aussprechen des Vornamens des Allvaters. Und für das Versauen meines Tisches. Eine Strafe? Bezahlt, wenn ihr wollt. Ja. So ist mein Büro. Hallo, was genau Büro? An raus aus meinem Büro versteht ihr nicht? Du sagtest, sie heißt Tiner? Oh, klar. Danke, schätze ich. Okay. Der Pfad, die Suche nach Tier. Das Büro verlassen müssen wir jetzt hier. Wer dieser Kopf tropft mir mit seinem Mutter den Boden voll? Ich muss doch sehr bitten. Tat es nicht mehr hier, das Tier. Hey, das ist keine Strafe. Nicht jetzt, vor uns sind Feinde. Was ist das da hier? Vorsicht rechts! Oh. So, zum das auslösen. Spezielle Attacke, so. Hinter dir, Vater!
So, so wir klingen für hier, R3. So, okay, klingt weg. So. Härter Schlag gesehen, oh, den hätte ich nicht gebraucht eigentlich, aber... Was ist das da hier? Den auch noch verhauen, so. Visiert. So, okay, hä? Ah, der Doppe, hä? Ja, zwar. Machst du so? Ich will das so wollen. Bieli, genau, die Achse sagen gegen Bieli. Von oben, gib! Kommen wir rauf? Wir haben gar Ledigen hier. Der Achse, das auch. Geitanket hier auch noch. Jetzt auch noch. So, der Heib. Hat's er noch? Oh, der ist nicht erledigt noch. So wie Zombies auf dem Ort gibt, also das Kleckern speziell. So, da auch noch erledigen. €184 IPs habe ich bekommen, 51 bei den Atreus. Wie ich schon sagte, ich glaube, Dyrin zeigt mir für den Weg auf. Der Zwerg gab uns eine Karte. In etwa. Tja, du hast den gemacht. So, dann aufnehmen, so. Aber du wohl zu einer Mine hinter dem Berg. Tyr! Dyrin hat uns geholfen. Nicht jeder benutzt Äxte und Pfeile zum Kämpfen. Ich suche nach Tyr, die Mine jenseits des Berges erreichen. Das nächste Ziel. Best in Fetzen. Ja, genau, was es genau ist hier. Wird ich auch so. Sieht nichts.
geht nicht. Kommt man hier rüber noch? Hier ist Tor. Noch schnell zurück, vielleicht kann ich noch etwas einsammeln. Oder mehrere Sachen können wir noch. Ich habe noch vergessen, die Truhe hier noch, die ich vorher schon gesehen habe. Schade, die nicht nehmen noch. Rohleder und Hacksilber bekommen noch. Sicher gebe ich später auch hilfreich noch. Sachen herzustellen, die auch noch. Die haben wir auch noch. Unten noch schauen. So, das auch noch zu schlagen. Das ist mir noch das Rätsel, wenn man da raufkommt, hier, drüber, respektive noch. Eine Klappsenke irgendwie. Mal da rauf. Und so. Ich habe auch noch nicht, wie man das macht. Auslöst irgendwie. So, jetzt können wir das abschießen hier. Ein bisschen üben, sonst hat nicht aufnehmen können, dummerweise. Die Absperrungen hier. Wenn wir es so probieren, es geht noch. Jetzt kann ich jetzt natürlich auch über den Gumpen, so. Ich weiss, ich kann Energie aufnehmen, so. Und hier die Ruhe. Hacksilber bekommen noch.
Also jetzt L2 und Quadrat auf das. Jetzt wird man bei Atreus draufschiessen, so bei einem Sonderattacke. So. Da ist mir so draufgekommen, oder es geht. Ist halt manchmal so. So lange gamet noch. Hier genau das gleiche. L2, Quadrat. Schau, was hier passiert. Speziell. Mal hier durch. Kann man so über. Mal so. Oh. Atreus ist jetzt durch. Jetzt gehen wir noch einen Schauf hier. Lass mich hier noch auslösen. Ist plötzlich hier bei Atreus. Du das auslösen. Das absackt. Speziell noch. Ich meine, die Dunkel sind etwas gesehen, aber. Nee, ist auch nicht so wichtig gesehen. Ist jetzt da hier, da rauf, okay. Das haben wir noch gesehen am Anfang noch. Nein, da nicht sehr wohl. Schon gut gemacht, die wir auch überall so. Silge verloren ein bisschen. So. Jetzt weitergehen. Jetzt gehen wir jetzt hier raus. Kommen wir noch zum nächsten Ziel, dem Gameplay. Das Ding könnte uns hoch auf den Berg bringen. Vielleicht finden wir dort oben eine Mine. Ah, nichts übertrifft eine Fahrt mit dem Zwergenzug. Ganz coole Gegend hier. Zwergenzug, oder wie? Tatsächlich. Will ich gar nicht hören. Niemand hat ihn ausgesprochen, außer dir. Dürrli, er musste es gar nicht sagen. Es war ihm ins Gesicht geschrieben. Oder eingebrannt. In seinen Kopf. Er hat das in Dürrlins Kopf eingebrannt? Gescheiterte Rebellionen führen zu schnellen, dauerhaften Bestrafungen. Er ist ein Hauptmann von Odin. Ja, und der Träger des Giantenhorns. Ein wahrer Gläubiger, dieser Mann. Nichts macht Menschen gefährlicher als fehlende Zweifel. Wir sind wohl da. Na los. Hier lang. Da ist noch ein Zug. Region entdeckt. Die Schmiede. Suche nach Tür. Hast du noch gar nicht gesehen, vorher gesagt, was ist ne? Ist gegen noch die Mission hier. Vielleicht ist Tür zu finden unser bester Schutz. Odin wollte das offenbar auch nicht. Zwar aufgepasst vorher, aber. Sobald Tyr frei ist und wieder Kriegsgott sein kann, hat Odin gar keine Zeit mehr für uns. Wenn das sein Krieg sein soll, kann er ihn haben. Gut, schauen, was da weitergeht. Auch da oben nicht, denke ich. Gehen wir auch hier durch. Mal auf die Karte schauen, wo wir da sind. Schauen das. Der Pfad hier. Oder?
zwar nicht sicher, aber... Ah, die Schmiede ist da hier oben. Macht da etwas setzen, einen Wegpunkt. Jetzt geht schauen. Auch nicht wirklich. Ist auch selbsterklärend hier noch. Gehen wir hier durch. Kreis. Cool. Wow, das Monster hier. Was ist hier passiert? Sei vorsichtig. Ich glaube, der ist tot. Ja, mausetot. Rios kennt nichts, er geht einfach drauf los. Gut. Hey, ich frage mich. Warte, warte! Du! Bei Drecki! Oh, das ist auch ein bisschen Endboss auf Nord. Das war's! Achtung! Ja, das war nicht gut gesehen. Toxt hier. Und dann beschießen so. So zurück. Nein, ist. Geht es darum, den zu besiegen hier. Den Drecki. Der Adreo schießt noch ein bisschen. Möglichst parieren eins oder mit der Axt so. So. Neues Parieren so. Hier. Ah, das ist schon gepackt. Kreis rücken ganz schnell. Tatsächlich Quadrat. Tatsächlich haben wir den besiegt. 500 DPs bei Andreas so in einer Runde zwar. Hey. Zeug sehen, den zu besiegen. Noch. Chaosflammen hier. Waffenverbesserung habe ich freigeschalten. Nach Flammen des Leids. Leichter Runenangriff habe ich auch freigeschalten. Gut. Leichter Runenangriff hier. Was ist denn hier noch? Drachenzahn. Energie kann ich aufnehmen noch. Da hat es auch noch Energie. So. Dann geht es hier weiter. Da unten. Ich sehe eine Mine.
Davon muss Düdling gesprochen haben. Auf der linken Seite sind Schienen. Vielleicht der nächste Zug für uns. Vater, was, wenn ein Krieg gegen Odin nicht allein Tyrs Kampf ist, sondern auch unserer? Krieg ist nicht der einzige Weg. Ich hab's zum Sammler noch. Auch Silber hier. Das ist schon eine Aussicht hier noch. Da ist ein Truder, den man sieht, der rote. Wir kommen jetzt drüber. Ah, da gibt es einen anderen Weg, hier rauf. So. Hier rauf. Noch ein Scheuser! Links! Hinter dir! Pass auf! Die Scheuser alle kommen von dieser Säule. Sieht aus wie ein Nest. Hinten! 30 Gipis. Noch mehr als 100. Ah, Runen angreifen. So, so. Ja, genau. So hier. Das hat im nächsten Abschnitt den beschädigten Zug reparieren. Dort hat sie Anfang das Gameplay beenden vom God of War auf der PS5 vom Ragnarök. Dann kann dafür zuzuschauen. Tut mir doch liken oder lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Gameplay-Video auf meinem Let's Play TechBird YouTube-Kanal. Ade zusammen!